So, ja Freunde, ich hatte mir einen Video-Upload-Plan gemacht gehabt, was ich eigentlich jetzt die Tage hochlade, aber dadurch, dass sich die Ereignisse so mittlerweile so hochgekocht haben, dachte ich, ergreife ich mal dieses Thema, um euch was zu erklären. Und zwar werde ich die Ereignisse, die sich zurzeit in Amerika ereignen, bezüglich des Schwarzafrikaners oder Afroamerikaners, was da passiert ist, dass er ums Leben gekommen ist durch übermäßige Polizeigewalt, verbinden mit einer tragischen Geschichte aus dem Iran, und zwar einem sehr, sehr bekannten Nationalhelden aus dem Iran, der im Strongman-Bereich, Bodybuilding-Bereich, Kraftsport-Bereich entstammt, der in Iran sehr berühmt war und vor circa, ich glaube, 7-8 Jahren verstorben ist. Und noch ein Beispiel hier aus Düsseldorf. Also ihr werdet drei richtig krasse Stories zu hören bekommen. Ich hoffe, ihr bleibt dran und zieht euch das ganze Video rein. Das ist sehr wichtig. Und zwar fangen wir mal erstmal kurz an. Ich meine, ihr habt es ja mitbekommen, die letzten paar Tage ist das ganze Internet voll damit. Der Afroamerikaner, der durch übermäßige Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Ich will euch mal ganz kurz zwei Beispiele erzählen, warum das Leben eines Menschen am seidenen Faden hängt. Und warum man die Überlebensfähigkeit eines Menschen teilweise sehr stark überschätzt. Insbesondere, ja egal, bleiben wir bei dem Thema. Ja, also was ist die Geschichte? Der eine Polizist hat sich mit seinem ganzen Körpergewicht, mit seinen Knien auf die Halsschlagader oder Kopf-Nackenbereich von diesem Afroamerikaner gesetzt, und so wie ich mitbekommen habe, haben auch ein, zwei andere Kollegen von dem zwischendurch sich auf seinen Bauch, Rücken oder Brustkorbbereich gesetzt und so weiter und so fort. Man hat auch unter dem Polizeiwagen gesehen, dass sowohl Blut als auch, ich glaube, Urin irgendwie weggeflossen ist, weil er wohl durch diesen Kampf um Luft und alles sich nicht mehr kontrollieren konnte. Er hat ja minutenlang drum gebettelt, dass man den loslässt. Erstens, was hat er denn getan? Ich glaube, so wie ich mitbekommen habe, der hat irgend so eine Essensmarke oder so gefälscht oder irgendwie so eine Art Check-Gutschein oder was für 20 Euro oder was. Irgendwie so Kleinigkeit auf jeden Fall. Also nichts, wofür man jemanden so drangsalieren sollte, okay? Da fängt es schon an. Dann 8 Minuten lang haben die den so, bis er dann irgendwann weggestorben ist, okay? So, was macht die amerikanische Regierung oder die Polizei? Die suspendieren nur diesen Typen. Ich bin ja jetzt kein Experte, aber suspendieren würde ich einen Polizisten, wenn er irgendwie seine Mitkollegen, also seine Kollegen irgendwie bestehlen würde. Sagen wir mal, ein Polizist würde im Umkleidezimmer einen anderen Polizisten das Handy klauen oder was. Irgendwie sowas in diese Richtung. Da wäre eine Suspendierung für mich gerechtfertigt. Ne? So nach Motto, ey, du hast deinen eigenen Kollegen bestohlen oder was weiß ich, eine Kollegin angegrapscht oder so. Da wäre eine Suspendierung für mich gerechtfertigt. Wenn du aber einen Menschen, der Familie, Kinder, Freunde, Mütter, Mutter, Vater und so weiter hat, ja, und den dann ums Leben bringst, da wirst du nicht einfach suspendiert, sondern da gehörst du in den Knast. Das ist Mord. So. Dass die da hergehen und das nicht raffen und den Typen nur suspendieren und erstmal nicht anklagen und dann warten, bis das Ganze eskaliert. Normal sagen die Leute, hör mal, was geht denn ab? Nur weil der eine Uniform hat, kann er einen Menschen... Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind uns einig, dass da viel schiefgelaufen ist. Also, was da jetzt gerade passiert, ist selbst verursacht von der amerikanischen Regierung und von der Polizeibehörde. Das ist einfach selbst verursacht, weil man das so lapidar, ach ja, du bist halt ums Leben gekommen, naja, gut, wir haben den suspendiert, ist erledigt. Ne? So, das mal dazu. So, jetzt kommen wir mal zu der Story, die ich euch dazu erzählen wollte, weil das eigentliche Thema ist, dass man Menschenleben, dass man das nicht unterschätzen sollte, was man da einem Menschen antut. Wenn er keine Luft kriegt, wenn man dem sich auf seinen Brustkorb setzt oder wie auch immer, da kann viel passieren. Jetzt mal eine andere Story, was parallel dazu passt. Vor circa 8 Jahren, ich glaube 2012 oder 2013, so um den Dreh rum,
gab es einen Fall in Iran, der wirklich hohe Wellen geschlagen hat und auch teilweise im Ausland berichtet wurde. Und zwar geht es um den Strongman-Kraftsportler, ich glaube, der heißt Ruhollah Dadashi. Dadash heißt Bruder, ne, auf Iranisch. Dadash heißt Bruder und Dadashi ist so ein Familienname, ist halt iranisch, afghanisch, kurdisch, so, ne, aber ist ein iranischer Nachname. Ruhollah Dadashi war ein Strongman, Kraftsportler aus dem Iran und bei uns werden die, alles was mit Gewichtheben, Strongman und sowas zu tun hat, die Leute sind ungefähr auf gleicher Augenhöhe wie die ganzen Fußballer. Also bei uns im Iran ist Fußball sehr hoch, aber auch Taekwondo, alle Kampfsportarten, Iraner, es gibt auch einige MMA-Kämpfer aus dem Iran, aber vor allen Dingen ein paar Jahre lang war Iran sehr, sehr weit oben oder Weltmeister in Taekwondo, Karate, MMA, teilweise haben die ein paar gute Kämpfer und Gewichtheben und diese Strongmänner, die sind ungefähr auf gleicher Augenhöhe, so wie auch die Gewichtheber, so wie früher Hossein Rezazadeh oder Behzad Salimi, ne, die zwei Weltrekordler, die im Gewichtheben ein paar Weltrekorde aufgestellt haben. So, was ist passiert? Dieser Dadashi ist wohl an einer Kreuzung. Sorry, ich habe diese Pollenallergie. Entschuldigung. Also, einige meinten, warum rollst du immer mit den Augen? Ich habe Pollenallergie, aber vom Feinsten. Ich habe auch schon was dagegen genommen, aber es hilft nur halt minimal. Jedenfalls, ja, im Iran, tagsüber, ne, also im helllichten Tage, ist dieser Strongman Dadashi irgendwie, ich glaube, auf dem Motorrad oder was, keine Ahnung, irgendwie so, an einer Kreuzung. Und es hat wohl, bevor dieser Vorfall passiert ist, eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher, sind ein paar Jugendliche, die so 16, 17, 18 waren, um den Dreh rum, teilweise minderjährig sogar, ne, 16, 17 und so, sind vor ein paar Kreuzungen vorher schon irgendwie, weil die auf cool machen wollten, aus Langeweile, so eine Art Gang, so mit, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Mann, ich weiß es nicht, sind die wohl ein paar Kreuzungen vorher und haben da schon irgend so einen alten Mann irgendwie zusammengeschlagen, irgendwie grün und blau geschlagen oder irgendwelche Leute einfach dumm angesaugt und so weiter und so fort. Einfach dieses Jugendliche, jetzt bin ich ein Mann und ich zeig allen, wie krass ich bin, ne? Jetzt passt auf. Sehr krasse Story. Und die treffen dann an dieser Kreuzung mit diesem Dadashi aufeinander. Und dann gibt ein Wort das andere. Hier dieser Jugendliche, der wohl zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 war, glotzt diesen Dadashi nach Motto ganz schief an. So nach Motto, was denkst du, wer du bist? Und so, ne? So nach Motto, weil der Dadashi ist auch so ziemlich breiter, muskelbepackter und so. Ja, nach Motto, ey, was guckst du so doof? So dieses sinnlose Hin- und Her-Gucken und dann der guckt böse zurück und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es ein Wortgefecht und daraufhin sind die wohl irgendwie beide ausgestiegen oder der Jugendliche ist mit ein, zwei Leuten auf diesen Dadashi. Und dann hat dieser Minderjährige, weil er wohl gemerkt hat, okay, gegen den körperlich komme ich nicht an, weil der wohl viel größer und breiter ist als ich und der wird mich eh lynchen, hat er dann einen scharfen Gegenstand gezogen, ich nehme wohl an ein Messer, und hat diesen Dadashi hier an der Halsschlagader getroffen. Und noch bevor ein Krankenwagen angekommen ist, jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, in Iran, die großen Städte, so wie Teheran als Beispiel, hat mit den ganzen Umgebungen zusammen um die 17, 18 Millionen Einwohner. Teheran an sich hat 10, 13 Millionen, irgendwie so. Es ist eine Riesenmetropole. Jetzt müsst ihr euch auch vorstellen, die Straßen tagsüber sind teilweise so überfüllt, bis da ein Krankenwagen überhaupt durchkommt, den Typen aufsammelt und in ein Krankenhaus bringt, kann das locker eine Stunde oder anderthalb vergehen. Das heißt, keine Chance. Der ist an Ort und Stelle verblutet und weggestorben. Ja, jetzt passt auf, nicht nur Dadashi selbst, sein Bruder, seine ganze Familie ist darunter am Leiden, jetzt kommt's. Diesen 16, 17-Jährigen haben die wohl an Ort und Stelle festgenommen, sogar so unbeteiligt, also keine Polizei, sondern so Leute, die das so gesehen haben, weil die kannten wohl diesen Dadashi, der ist ja berühmt in Iran gewesen. Und der wurde festgenommen
dadurch, dass er noch minderjährig war, es gibt ja im Iran für solche Fälle, ja, also weil im Iran wird, also es wird ja in den Medien immer so dargestellt, dass jeder, der da rumläuft, irgendwie dann, diese Todesstrafe existiert ja auch in Amerika und in anderen Ländern auch, nur für solche Fälle jetzt, nicht so für irgendwie alltägliche Dinge oder so, ne. Ich bin nicht dafür eigentlich so, aber es ist nun mal so. Und auch in Amerika gibt es das so, für extreme Fälle gibt es das. Dadurch, dass der Typ 16, 17 oder so war, haben die gewartet, ein, zwei Jahre, bis der, da gibt es auch Videos auf YouTube zu sehen. Und zwar gibt ihr ein Strong Dadashi's Murder Execution, ne? Das gibt ihr ein. Auf YouTube könnt ihr das sehen. Und zwar machen die das so, um ein Beispiel oder ein Signal zu senden an alle Jugendlichen. Das wird auch im Fernsehen übertragen. Da holen die einen Kran, einen riesen Kran, irgendwo am Hauptbahnhof oder irgendeinen Platz, wo viele Menschen Platz haben können. Ich hab einmal als Kind habe ich das sogar mitbekommen. Teheran Busbahnhof haben die das mal gemacht. Das machen die mit zum Beispiel Leuten, die sehr große Mengen, sehr starker, sag ich mal, Drogen dealen, also die mehrfach schon mit so großen Mengen erwischt wurden, die sagen, ja, das ist egal. Auf jeden Fall seht ihr auch in dem Video, kommt ein Kran, da wird der Typ in aller Öffentlichkeit aufgehangen, ja. Das heißt, dieser 16-, 17-Jährige, der das gemacht hat, der hat einmal allen Iranern einen sehr, ja, bekannten, beliebten Strongman geklaut, ja, der hat den, und für nichts, fürs bisschen blöd gucken und böse gucken und guck doch mal, wie krass ich bin und so, zack, ne, verblutet. So, die Familie von dem Strongman leidet. Jetzt leidet die Familie von dem Typen, weil als er diese Straftat begangen hat, war er einfach nur ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, ja, sich beweisen wollen, krass sein wollen, ich muss jetzt zeigen, wie krass ich bin. Es bedarf nur ein paar Sekunden, ein paar wenige Sekunden, ein paar wenige Minuten, einen Menschen das Leben zu nehmen. Deswegen, das nächste Mal, bevor ihr, ich sehe das auch jetzt zum Beispiel hier in der Düsseldorfer Altstadt oder Kölner Ringe und so weiter, wie viele 15, 16, 17, 18-Jährige oder auch von mir aus 19, 20-Jährige, vor allen Dingen Jungs, ne, die gerade so ein bisschen, ne, Körperfülle kriegen, ein bisschen mal zwei Jahre Fitnessstudio gehen oder gerade dabei sind, ne, Sackhaare zu kriegen und so weiter, wie die sich da beweisen müssen teilweise. Ihr glaubt es nicht, wie schnell das geht. Dass entweder ihr selbst, ne, also es kann euch selbst passieren, dass ihr im Rollstuhl landet. Ich gebe euch ein drittes Beispiel. Ich kann aus rechtlichen Gründen den genauen Namen dieser Diskothek nicht sagen, aber ein Arbeitskollege von mir, der jetzt beim Arbeitsamt als Security arbeitet, hat früher an dieser Tür gearbeitet. Diese Geschichte ist auch keine 12 Monate her. Ich glaube, 6 bis 12 Monate so in etwa müsste das her sein. Oder ein Jahr, anderthalb Jahre höchstens. Und zwar, wenn ihr Düsseldorf, Heinrich-Heine-Allee, die U-Bahn hochkommt, diese, wo direkt rechts McDonald's ist und ein Stück weiter vorne links dann Burger King. Die Straße komplett durch. Ich sag jetzt nicht rechts oder links, aber auf jeden Fall da hinten, ganz hinten, ist eine Diskothek. Da kriegen Südländer, so wie ich, eigentlich so gut wie kaum Zutritt, weil der Chef von diesem Laden das nicht möchte. Der Türsteher, der neu dort angefangen hat, oder was heißt neu, vielleicht ein paar Monate, der wollte sich beweisen. Ist auch wohl einer, der, sage ich mal, verbotene Substanzen zu sich nimmt, um noch breiter auszusehen. Hat einem Typen, aus der wohl entweder in die Disco rein wollte oder aus der Disco rausgezerrt, wie auch immer. Und dann gab es ein Wortgefecht und dann hat er dem wohl ein, zwei Dinger mitgegeben und der ist runtergefallen. Und vor der Disco, ne? Und ist runtergefallen wohl, irgendwie bäuchlings, also der lag auf seinem Bauch. Und dieser Türsteher und ich glaube noch ein Türsteher noch, so der dazugekommen ist, haben dem wohl die ganze Zeit in den Rücken getreten. In Hinterkopf und Rücken und Hals und keine Ahnung. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine wahre Story hier aus Düsseldorf, Düsseldorfer Altstadt. Der Typ ist querschnittsgelähmt jetzt, weil ein paar Türsteher sich beweisen wollten und vielleicht waren da ein paar Mädels am Rumstehen und diese Türsteher wollten so zeigen, guck mal, wir sind ganz krasse Leute und ja,
dieser Türsteher und der andere haben wohl jetzt vom Gericht, die müssen ein Leben lang Rente für diesen Typen bezahlen, der jetzt im Rollstuhl ist, und der Typ im Rollstuhl sowieso hat komplett verloren. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht über so eine Türsteher-Geschichte hier aus der Düsseldorfer Altstadt, was mich betroffen hat. Guckt euch das Video mal an. Habe ich vor 2-3 Jahren ein Video gemacht. Es geht ganz schnell. Es geht ganz, ganz schnell. Wenn ihr da irgendwie euch mit irgendwelchen Türstehern, die jetzt gerade Bock haben, sich zu profilieren, da auseinandersetzt, da habt ihr es auf einmal mit 2, 3, 4 Türstehern oder sogar mehr Türstehern zu tun, weil Türsteher helfen sich auch gegenseitig. Ne? Und dann zack, die Bohne, irgendwie kriegt ihr eine Flasche ins Auge. Oder so wie hier in Düsseldorf, Rückenmark wird verletzt, du sitzt im Rollstuhl. Der Türsteher ist am Arsch, der muss ein Leben lang Rente bezahlen. Ne? Hat auch das in der Akte stehen. Versteht ihr, das geht ganz schnell, dass du 2 Familien komplett zerstörst. Deine eigene Familie, weil entweder du selbst wurdest verletzt oder getötet in dem Fall. Oder du verletzt jemanden so stark oder tötest jemanden, sodass auch seine Familie... Das heißt, bevor ihr so komplett ausrastet, sowohl der Polizist jetzt, der aus Amerika, der diese Tat begangen hat, ne? Sorry. Bevor ihr komplett ausrastet, geht nochmal so 10, 20 Sekunden in euch. Überlegt 10, 20 Sekunden lang, ist es das wert, dass ich jetzt wegen so einer Lappalie, wegen irgendeiner Nichtigkeit komplett ausraste? Ich werde euch ein Video hier oben rechts links verlinken. Diese Sache, die bei mir mit mir stattgefunden hat vor 2 Jahren in etwa, ist auch mittlerweile erledigt. Und zwar der Türsteher, mit dem ich das Ganze hatte, diese Action, lebt mittlerweile nicht mehr, weil, soweit ich mitbekommen habe, der einen Herzinfarkt hatte. Und so wie ich damals vermutet habe, muss wohl ein bisschen, sag ich mal, Zeugs mit im Spiel gewesen sein. Der hat wohl so, ich habe das von mehreren Quellen wohl auch das genommen, was ich vermutet habe, um breiter auszusehen, und dann hier und da wahrscheinlich noch andere Substanzen. Wenn ihr auf meinem Kanal sucht, werdet ihr das Video sehen, finden, keine Sorge. Hat auch mittlerweile viele Klicks bekommen. Ich hab die Nachricht, dass er verstorben ist, vor circa 6, 7, 8 Monaten bekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und muss wohl Weihnachten rum gewesen sein. November, Dezember letzten Jahres ist er wohl, dann, den haben sie wohl aufgefunden in der Wohnung, ist einfach umgekippt irgendwie, ist verstorben. Ist auch nichts, worüber ich mich jetzt freue. Also nicht, dass ihr denkt, so, ist halt gestorben. Ich habe da so eine kleine... Egal, das führt jetzt zu weit. Guckt euch das Video an, da wisst ihr, was ich meine. Das Leben eines Menschen hängt an so einem ganz dünnen Seil, sondern an so einem Faden. Und wenn ihr es übertreibt, ist entweder euer eigenes Leben oder das Leben eines anderen Menschen gefährdet. Nehmt ihr jemanden das Leben oder verkrüppelt den, dass er im Rollstuhl sitzt, zahlt ihr ein Leben lang und habt eventuell Gefängnisstrafe und zerstört euch, eure Familie, wenn ihr Kinder habt, Frau habt. Ne? Ihr zerstört eure eigene Familie und das Leben und die Familie eines Mitmenschen. Und deswegen, mein letztes Wort, mein letzter Satz zu dieser Geschichte: Überlegt euch gut, geht nochmal 10, 20 Sekunden in euch, bevor ihr ausrastet. Und glaubt es mir, ich habe solche Videos ein paar Mal auf meinem Kanal gemacht, 4, 5 solche Videos. Und es gab Leute, die dann hinterher kamen und haben gesagt, ey Akko, hätte ich dieses Video von dir nicht gesehen, hätte ich damals falsch reagiert und ich wäre jetzt im Knast oder keine Ahnung. Ich hatte vor, dies oder jenes zu machen, aber ich habe es mir nochmal überlegt, weil ich da nochmal kurz an dich gedacht habe. Und wenn ich auch nur einen Menschen von euch davon abhalten kann, sich selbst, seine eigene Familie oder das Leben und die Familie eines anderen Mitmenschen zu zerstören, dann war dieses Video auf jeden Fall viel wert. Ja, stöbert auf meinem Kanal und findet die Videos, von denen ich jetzt gesprochen habe. Die lohnen sich. Übrigens, gib mal auf YouTube ein, 13 Jahre Knast für polnischen Bodybuilder. Ich habe 2 oder 3 Videos dazu gemacht. Übrigens, der wird wahrscheinlich in 6, 7, 8 Monaten entlassen. Ne? Weil viele gefragt haben. Es gibt 2 Videos. Das Video ist sehenswert. Ne? Habe ich gemacht. 13 Jahre Knast für polnischen Bodybuilder. 2 Videos gibt's.
Das eine ist nur ein kurzes Update, aber das andere ist das Original. Müsst ihr mal gucken. Also, in diesem Sinne, lasst mir eine Bewertung da. Schaut euch auf YouTube auch die Geschichte von Dadashi an. Gibt ein Iran und dann Dadashi und dann hier das, was ich euch gesagt habe. Ne? Das ist ziemlich krass. Auch wie die diesen 17-, 18-Jährigen da öffentlich dann aufgehangen haben und so. Ziemlich krass. Ich glaube, hätte der vorher gewusst, was er damit anrichtet, hätte er das nicht gemacht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auch meinen Twitch-Kanal abonniert, Akkupower Twitch. Die Links dazu sind hier unten in der Videobeschreibung. Und dann hier die Videos auch nochmal anklicken, die jetzt erscheinen. Kommentare, Bewertungen, damit würdet ihr mir helfen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.